Und hallo. Das ist meine erste Welt von Minecraft. Habe ich euch schon mal gezeigt. Wir werden heute das Buch lesen. Signiert von mir. Das heißt Entenblock. Block. So. Schauen wir mal da rein. Ich lese mal vor. Mund und Nase. Das ist die Geschichte. Mund und Nase Farm. Ende. Enten. Ara und Nase sind am Teich. Sie sehen Enten. Ende. Das war das Buch. Tue ich mal wieder zurück. Ich erzähl mal euch etwas Krasses, das ihr unbedingt machen müsst. Einfach unbedingt. Ihr holt so Schwerter. Mal. Ich nehme mal zwei. Holt irgendeine Verzauberung. Natürlich holt ihr einen Amboss. So, ich nehme mal nicht Schärfe 1. Ich nehme mal Schärfe 1V. So, ich nehme dann noch mal Verbrennung 2 und noch mal wo ist das, ey? Und noch kurz mal Rückstoß 2. So, jetzt hol ich mir mal noch ein Schwert. So. Hier ist natürlich direkt ein Amboss. Verzaubern nochmal das erste Schwert. Nicht die Fackel verzaubern. Die kann man nur benennen, glaube ich. So, ich... Und jetzt mal das zweite Schwert. Und jetzt noch das dritte Schwert. So, jetzt verzaubert ihr ein Schwert und das andere. Dann könnt ihr das zusammen machen. Und dann habt ihr halt ein Schwert mit Verbrennung und Schärfe. Und jetzt noch das hier mit das hier. Und dann habt ihr ein Verbrennungsschwert mit Schärfe, IV und Rückstoß. Super gut. Hier, ich lag mal direkt die zwei Katzen. So, die verbrennt direkt. Machen wir mal das Hühnchen. Bäm! Ja. Ja, das kann man machen. Ich mach mal den Hund. Den kann man nicht so weit zurückschlagen. Ich weiß nicht warum. Ich probiere mal Wolf verbrannte. Den Vogel kann man verbrennen. So, du auch. So, ich versuche mal die Pandas hier. Geht auch. Geht auch. Rückstoß ist einer meiner Lieblingseffekten, weil man kann die so... Also, dieses Jab unterstrich und die da Bohne kennt ihr ja schon. Das kennt ihr doch natürlich. Mit Barrierblöcken könnt ihr super viel machen. Ich zeige euch mal den Command, wie ihr den Barrierblock erschaffen lässt. Das ladet gerade und das finde ich blöd. Aber ich kann immer mich noch bewegen. So. So, jetzt mache ich mal... Zuerst macht ihr mal Slash. Gif. So. Jetzt gibt ihr euren Namen ein. Jetzt gebt ihr euren Namen ein, wie ihr in Minecraft heißt. So. So. Dann so.
Das so. Dann so. Dann macht ihr mal hier Barriere. So. Und jetzt, schwupps, habt ihr ein Barriereblock. Hier ist er schon. Ich habe zwei Barriereblöcke jetzt. Genau zwei, wie ihr hier seht. Weil ich habe ja schon einen. Ich mach mal einen in die Kiste. So. Ich mach mal einen in die Kiste, weil ihr habt ja die Kiste gesehen, wo die Geschichte ist. So. Machen wir mal das, die Barriere da rein. Gut, was gibt's denn hier so noch? So, das hier können wir reinmachen. Das hier können wir reinmachen. Das hier können wir reinmachen. Alles, was hier drin ist, können wir mal reinmachen. Ach, außer die Goldschuhe. Die brauche ich noch. So. Schuhe kann man auch so verzaubern. Also, man kann damit alles verzaubern. Also. Ja. Vielleicht soll ich mal irgendeine Katze von mir Dienerbohne nennen. Ja, die hier. Die liegt einfach so. So, jetzt liegt die. Jetzt liegt sie auf dem Kopf. Cool. Diese Dienerbohne. Die nervt. Hallo, Dienerbohne. Gut. Diese Bienen hier sind ganz normal friedlich. Ja, dieser Tunnel hier. Der ist gut. Den zeige ich mal euch. Ja, es gibt noch was, das ich euch mal zeigen will. In dieser Welt. Wir müssen mal rausgehen. Die Sporthalle. Hier ist sie. Hier ist die Sporthalle. Ja, selbst sind hier kleine Kätzchen drin. Man kann hier hochklettern. Was eine Sporthalle immer braucht. Halt ganz normale Sporthalle. Ich habe hier mit den Barriereblöcken Dorfbewohner eingesperrt. So bewegen die sich nicht. Das hier ein Zugucker hier auf der Bank. Sind sogar zwei. Das hier ist ein Telefon. Sieht hässlich aus. Ich glaube, diese Ecke mache ich sogar weg. Ich glaube, die mache ich weg. So gut, das hier der Bus. Ganz normal. Hier der Bus. Gut. Ich gehe mal raus aus dem Bus. So. So, ich laufe mal. So. Ja, ich sag immer so, tausendmal sag ich so. Ach, der Parcours, der ist noch was Besonderes. Oh yeah, der ist cool, der ist sehr, sehr cool. So. Das ist hier der erste Teil von dem Parcours. Man muss hier springen. Ja, ich habe den Parcours schon ganz ausgetestet. Der ist fertig. Also, der ist ganz fertig. Das hier ist ein bisschen der schwierige Teil. Hier. Aber kann man schaffen. Ja. Ich wähle jetzt immer. Ich sollte das ein bisschen verbessern, aber der Parcours soll ja halt schwierig sein. Ich wollte nicht das erste schwierig machen. Oh!
genau auf diesen Block springen, okay? Ich zeig euch mal das genau. Dort springt man so und bam, dann ist man da, ja. Gut. Hier muss man ganz normal springen. So, jetzt hier auch. So, man muss hier nach oben. So, dann schon wieder so ein Hardcore-Sprung, dann ist man hier. Dann hier mal wieder nach oben. Das mache ich mal für euch ein bisschen schneller. So, jetzt der hier ist gut. Der hier ist gut. Bäm. Warte mal, kann man hier sogar cheaten? Weil ich hab's fast geschafft mit Cheating. Ich muss das nochmal kontrollieren. Ui, kann man schaffen, aber ihr wisst ja, wie es jetzt geht. Man muss dann da drauf springen und fertig. So, dann ist man so. Dann so. Das ist die Kopfstandpyramide aus Super Mario Odyssey. Das ist zwar ein kleines Projekt, die Pyramide ist größer. Also die ist wirklich größer. Ganz, ganz groß. Warum falle ich hier immer runter? Ich muss das. Ich will das halt schnell machen. Ja, aber eigentlich ist das möglich. Ich. Ja, nicht so wie ich das mache. Ich mache das mal von Anfang an. So. Natürlich nicht drüber springen. Also, ja. Ja. Und so, yeah. Den habe ich. Gut. Jetzt geht's weiter nach oben. Und man muss hier hin. Ich hoffe, das kann man nicht so schaffen. Das teste ich mal, dass man es nicht so schaffen kann. Also, das muss ich mal testen. Weil ich will ja nicht, dass man es so schaffen kann. Das kann man nicht schaffen. Gut. Das geht nur mit den Schleimblöcken. So, man muss dann hier nach oben. Hier nach oben. So, macht noch mal die Lautstärke sehr hoch, weil ich glaube, ich habe hier und macht das Video mal, spult das Video mal zurück und macht die Lautstärke hoch, okay? Dann hört ihr mich ein bisschen besser. Ich hoffe, ich habe nicht zu leise geredet. Jetzt muss man hier runter, man kommt auch nicht wieder hoch. Also hier, man muss hier hin und dann. Ich spule mal vor hier ein bisschen. So, dann muss man noch hier hinspringen. So. Und jetzt geht's wieder nach oben. So. Gleich endet der Parcours. Hier gibt's Totems der Unsterblichkeit. Hier und eine Netherite-Rüstung. Und hier ist das nächste Jump and Run. So, so. Ich muss mich gerade auch anstrengen mit den Tasten. Wirklich, ich spiele auf der Switch. Also, ja, ich spiele auf der Switch. Ich habe nicht die Java, ich habe die Bedrock. Also, ich kann nicht in den Zuschauermodus gehen. Also, tschüss. So geht kurz der Parcours mal weiter. So. Und dann ist Ende Gelände. Das sieht noch aus so wie Wasser. Kann man runterspringen und das ist nur Wasser. Hier gibt es Items.